machen. Ja! Yeah! Oh, no! Lass uns in mein Zimmer gehen. Nein, in mein Zimmer. Das Haus hier alles bauen. Aha. Wow. Aha. Aha!
Ich habe eine tolle Idee für eine Herausforderung. Was? Ich muss 24 Stunden auf dem Dach verbringen, ab jetzt. Ich weiß, es ist unglaublich, es ist so heiß, es sind locker 50 Grad da oben, aber ich muss es tun, wie ich es meinem Ur-Uropa versprochen habe. Wir haben nur 5 Minuten Zeit, um alles, was ich fürs Dach brauche, zu sammeln. Könnt ihr mir helfen? Ja. Okay, ich starte den Timer für 5 Minuten. Seid ihr bereit? Los geht's! Los! Wow, fantastisch! Was brauche ich eurer Meinung nach auf dem Dach? Ich brauche das! Für mich? Ihr solltet für mich wählen! Ihr werdet nicht gehen! Das sind Kinderbücher! Okay, sieht gut aus! Okay, gut! Was noch? Noch 4 Minuten! Wozu ist das gut? Ich brauche das nicht! Das ist ein Tisch! Wofür? Das Flugzeug ist das wichtigste Ding auf dem Dach. Vanya, es sind 50 Grad auf dem Dach. Ich brauche eine Dusche oder Eis oder so. Ja. Das alles nur? Nein. Natürlich. Und das Bild. Ja, sicher. Jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Nächster Raum? Gut, Manjas Zimmer. Seht, was ich habe. Virtual Reality? Okay, ich kann das Ding benutzen, um einen Wasserfall zu sehen. Schnell, der Timer läuft doch. Nicht mal mehr 2 Minuten. Was glaubt ihr, brauche ich auf dem heißen, sehr, sehr heißen Dach? So sonnig oben. Sicher. Da brauche ich auf jeden Fall keinen Kamin oder Heizung. Ich brauche das nicht. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Ich brauche diese Dinge am meisten. 20 Sekunden. Du brauchst dieses Puppet. 13 Sekunden. Puppet? Okay, essen, okay. Essen. Nimm mir das zu essen mit, okay. Milch. Oh yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Das war's.
Du kannst die Zitronen schneiden und mit Milch Limonade machen. Gibt es dort oben eine Toilette? Nein. Ja. Ja? Haben wir. Ich glaube, wenn ich das mit den Zitronen trinke, muss ich auf die Toilette gehen. Okay, nehmt unsere Sachen und lasst uns aufs Dach gehen. Seid vorsichtig. Achtet, wohin ihr tretet. Oh, das ist so heiß. Fast 50 Grad. Oh, es ist so heiß. Seht ihr das? Das ist mein Platz. Wow. Ich habe einige Dinge vorbereitet. Wow. Seht ihr eine kleine Toilette, Grill? Luke, du kannst nach unten gehen. Hier ist es zu heiß für dich. Es ist so heiß hier. Und das Wichtigste kommt jetzt. Ihr werdet 24 Stunden lang bei mir bleiben. Nein. Das ist die Herausforderung. Yeah. Seid ihr bereit? Nein. Ach, ja. Ich weiß, ihr seid nicht bereit. Ihr habt ja Essen mitgenommen. Was ist mit Luke? Luke, geh runter. Das ist eine Challenge für uns, nicht für die Tiere. Los, los, los. Ich könnte mich entspannen, aber unser Vater hat hier gerade ein Gefängnis gebaut. Also Leute, zuerst werde ich euch den Preis zeigen. Ist da die Klimaanlage der Preis? Klimaanlage? Wie hast du jetzt erkannt, es ist eine Klimaanlage? Wollt ihr diesen Preis? Nein. Nein, was anderes? Ich habe etwas für euch. Eis? Es ist eine Gefriertruhe, wisst ihr? Es ist ein Schatz, was ich für euch habe. Eiscreme. Und Coca-Cola. Und Coca-Cola. Gefällt es euch? Ja. Wollt ihr das gewinnen? Oh, lasst uns 24 Stunden hier verbringen, um diesen. Danach, wer die Herausforderung gewinnt, bekommt alles. Okay. Okay? Cola, Eis, Schokoladeneis, Vanilleeis. Wasser. Schokoladeneis und Wasser, ja. Müssen wir hier 24 Stunden verbringen? Ja, natürlich. Es ist eine Challenge, eine 24-Stunden-Challenge. Was ist mit Schule? Was ist mit Freunden? Wir sind YouTuber. Wir können unsere Videos bearbeiten. Ich denke, wir haben noch genug Zeit, zur Schule zu gehen, oder? Was meint ihr? Es ist jetzt morgen, also 24 Stunden. Nächster Morgen. Der nächste Morgen wird der nächste Morgen sein. Aber wo werden wir schlafen? Schlafen? Lasst uns unser Lager vorbereiten. Ich möchte hier schlafen. Wow, großartig! Oh, es ist Zeit für mein Workout! Ich bin ein gesunder Mann! Workout! Fantastisch! Workout! Beeilt euch, Leute, beeilt euch! Vanya, brauchst du Hilfe? Ich glaube nicht. Ich möchte dieses Lager sehr gemütlich gestalten, okay? Bücher und Kunst. Eis. Aha! Eis. Ich glaube, ich brauche doch Hilfe. Wow. Ah. Gut? Oh. Ah. Doch nicht gut? Fantastisch. Super. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das anscheinend nur einmal in meinem Leben gemacht. Oh Gott, Leute, ist alles in Ordnung? Ja. Sieh dir Wanda an. Ich habe das schon einmal gemacht, als ich in einem Camp war. Mir geht es nicht gut. Mir geht's nicht gut. Habt ihr etwas Wasser mitgenommen? Dort. Ah, dieses Ding ist nicht nutzlos. So, es ist ein Wasserwächter. Ich will auch Wasser. Es ist meins. Nein. Es ist meins. Nein. Wir haben nur eine Flasche. Ich glaube, wir hatten nur eine Flasche. Ich bin fertig. Ich versuche alles, aber... Sie ist schon fertig. Ein Mädchen gegen zwei Jungs. Große Jungs. Das ist unser Ball. Nein, nein, das ist mein Ball. Oh, no! Das ist unser Ball. Das ist mein Ball. Wie bitte? Ich habe ihn mitgebracht. Sei ein Gentleman. Vanya. Du hast gewonnen. Papa, ich will diesen Sack da. Manja, was willst du für diesen Sitzsack? Ich möchte... Wähl was aus. Den Preis. Nein, das ist zu viel. Manja, lass uns gehen. Verstecken wir uns vor der Sonne. Ich komme. Yay! Oh, es ist so heiß hier drinnen. Ich möchte nach draußen gehen. Ich stimme zu. Draußen ist es besser als hier. Manja, wie fühlst du dich?
Abends kommen wir zurück, um hier zu schlafen. Warum ist es hier besser? Ich glaube, weil es windig ist. Ja, mir ist so heiß. Heiß? Ich habe etwas, das dieses Camp angenehmer, ein bisschen angenehmer macht. Aber ihr müsst meine kleine Herausforderung annehmen. Seid ihr bereit? Ja. Ja, bereit? Ja. Los geht's. Also Leute, hier ist die Herausforderung für euch. Kommt her. Was ist hier drin? Seht ihr die Ringe? Ja. Im Pool? Wählt einen. Den Donut. Donut. Und was ist mit dir? Ich nehme diesen Himbeer-Donut. Und den mit Palmen für mich. Und hier habe ich Wasserbomben für euch. Jeder kann sich eine Farbe aussuchen. Eine Farbe? Eine Farbe. Rosa. Rosa? Blau. Blau, okay. Nein, gelb. Gelb. Ich habe 10 gelbe und 10 blaue Wasserbomben. Und für mich, welche sind nochmal für mich? Grün. Grün. Und grüne. Also 10 grüne Wasserbomben. Ihr müsst diese Bälle in den Ring, also Donut, werfen. Wer die meisten Treffer macht, gewinnt den Preis. Oh, du hast eine verloren. Du hast eine verloren. Nein, das zählt nicht. Okay, können wir anfangen? Ja, also... minus 1. Okay, jeder hat 10 Versuche, aber du und ich nicht. Nur 9 Versuche. Nimm einen und wirf. Aber das ist zu weit weg. Versuch es. Ja! Ja! Okay. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Oh! Nein. Nein. Oh, fast getroffen. Du hast 2 Punkte. Manja ist die Nächste. Du hast 10 Versuche. Mach das nicht zu Hause nach. Manja! Was ist los mit dir? Wow! Du hast getroffen. Zählst du die Versuche? Ja, ich habe schon 2. 2, 3. 3. Wow, 2 Punkte, wie Vanya. 5. 6. 7. Verfehlt. Du hast nur noch 3 Bälle übrig. Nein. 8. 9. Die letzte! No! 3 Punkte! Manja, das ist der Gewinnertanz! Jetzt kommen meine Versuche! Und wow, das ist nicht fair! Es hat die Lichter getroffen, die Lichter! Das ist nicht fair! Los geht's! Du hast schon 2. Der dritte, okay. 3. Yay! Getroffen! 4. Ich denke... Versuche 4, das ist der 5. Daddy wird gegen mich gewinnen. Ich denke, weil er größer ist als ich. Willst du den Preis? Ja. Es wird aber meiner sein. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn Papa gewinnt, ist das gut. Weil wir sind in einem Zelt und dann werde ich also auch gewinnen. Auf geht's, Papa! Fast. Ja! Ja, Papa! Ja! Stark von mir! Ja! Los geht's! Hier! Du hast noch 3 Versuche! Oh, ich hab verfehlt! Versuche so! So etwa? Ja! Ja! Ich hab gewonnen! Nicht nötig! Nein, du brauchst! Sie hat auch 3! 3? 3! Ich dachte, das ist 4! Nein! Wenn du diese Wasserbombe triffst, dann wirst du gewinnen! Und du wirst auch für mich gewinnen, denn wir haben ein Zelt für uns beide zusammen. Auf geht's, Dad! Los! Yay! Oh, ich hab verfehlt. Unentschieden. 3 Punkte für mich und 3 Punkte für Manja. Wir müssen nochmal werfen, bis jemand trifft. Du wirst der Erste sein, Daddy. Okay. Ja! Nein! Nein, ich hab mich getroffen. Nein, ich versuch's nochmal. Wieder nicht. Wenn du triffst, hast du gewonnen. Nein. Das ist zu weit weg.
wieder nicht getroffen. Nee. Jetzt kommt Manja dran. Wow, Manja. Ich hab's geschafft, ich hab gewonnen. Leute, was macht ihr da? Papa, komm her. Ach du meine Güte. Los. Ah, das ist schwer. Seid ihr bereit? Ja. 1, 2, 3. Yeah. Es hat so viel Spaß gemacht. Schaut. Oh, jemand will da. Okay, wollt ihr den Preis sehen? Ja! Los geht's! Das ist... Tada! Eine mobile Klimaanlage! Oh, Manja, du bist so stark! Willst du sie mit uns teilen? Bitte! Okay! Okay? Zählen wir! 1, 2, 3! Wow! Boah, schalt es aus! Manja, mach es aus! Stell mir den Modus runter! Das ist viel besser! Okay, ich hab die Toilette! Toilette? Gib mir das Buch! Ich brauch das Buch nicht mehr! Das ist die seltsamste Benutzung der Toilette in meinem Leben! Leute, warum seid ihr so traurig? Ich bin so hungrig! Ich hab etwas für euch! Habt ihr das Zeug in der Ecke gesehen? Wow! Grillen? Grillen? Ja! Hot Dogs! Wir können Hot Dogs machen! Mit Marshmallows? Nein! Aber zuerst muss ich die Eier für mich machen. Ihr könnt hier die Hot Dogs machen, okay? Okay. Hier. Die Eier, danke. Ich werde die Brötchen machen. Ich werde jetzt den Grill anmachen. Aber Papa, wir brauchen Propan. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Halt! Das ist der Nachtisch. Nein, ich habe eine Idee. Ich habe eine Herausforderung für euch. Wer gewinnt, kann alles bestellen, was er essen möchte. Alles. Okay. Bereit? Welche Challenge? Ich zeig's euch. Gehen wir. Los. Basketballbälle? Nein, das sind Golfbälle. Wie weißt du das? Ich bin so aufgeregt. Was erwartet ihr zu sehen? Wow. Aber jeder... hat nur einen Versuch. Wir werden hungrig sein. Nein, wir haben dort frisches Gemüse. Nein, ich will treffen. Ruhe Hot Dogs. Los, Manja, los. Warte. Nein. Ich bin dran. Jetzt bist du dran. Nein. Oh, jetzt bin ich dran. Ich habe einmal in meinem Leben Basketball gespielt. Fast getroffen. Fast. Aber was ist mit diesem Ball? Wir haben noch einen Versuch für jeden von uns. Was sollen wir tun? Wer gewinnt, wir. Ja. Okay. Stein, Papier, Schere, schießen. Nein. Schere, Stein, Papier. Ah, fast. Ja. Ja. Getroffen? Ja. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe eine Überraschung für euch. Ja. Ich habe getroffen. Vanya, was möchtest du bestellen? Burger. Ich hoffe, es werden kalte Burger mit Eis sein. Nein, heiß. Das hier? Ja. Und das hier für Papa? Ja. Okay, bereit. Wir warten jetzt ein paar Minuten. Lass es doch rübergehen. Es ist so heiß und ich bin so hungrig. Wie lange braucht noch der Burger? Nur noch ein paar Minuten. Kann ich die Zitrone essen? Bist du wirklich so hungrig? Ja, ich glaube schon. Wow, fantastisch. Niemals. Oh mein Gott. Ist sie lecker? Oh nein. Oh, hier ist eine Nachricht. Die Lieferung kommt. Aber wie soll jemand hier hochkommen? Wir öffnen einfach die Tür. Wie? Sie ist im Erdgeschoss. Wir haben vergessen, dass wir eine 24 Stunden auf dem Dach-Challenge haben. Wir werden keine Burger essen, oh Mann. Hört ihr das? Was ist das? Das ist der Lieferant. Oh, sie ist hier. Die Lieferung.
komm hierher. Leute, was können wir tun? Haben wir ein Seil? Ich habe dort ein Seil gesehen. Ja. Das Seil und den Eimer, bringt das her. Das Seil. Oh, das Seil ist hier. Oh. Wir machen hier gerade eine Challenge für 24 Stunden. Oh mein Gott. Wirklich? Wirklich. Ist das nicht ein Scherz? Nein, wir können nicht nach unten gehen. Versuch es. Gut? Ja. Ist es stark genug? Los geht's. Okay, wir können es versuchen. Oh. Die Burger da rein, bitte. Ja, ich bin für euch da. Einen Moment, bitte. Paar Probleme. Ich kann es kaum erwarten, die Burger zu essen. Ja, perfekt. Das reicht. Reicht das? Also Leute, es gibt Geschenke für euch. Okay, bereit? Ja. Los geht's. Schnell. Ja, unsere Burger. Unsere Burger. Ah, nun Scherz. Oh, no. Aha. Unsere Burger! Schaut! Unsere Burger! Jeder nimmt einen. Der ist für dich. Vanya, der ist für dich. Oh. Drei kleine und ein großer. Der große ist für mich, die kleine für euch. Okay, der kleine für mich. Lecker, lecker. Ich schätze, ihr seid auch so hungrig wie ich. Geht euch was gut? Kein Hunger mehr? Ich bin jetzt satt. Ich bin fertig. Los. Wow, so ein schöner Sonnenuntergang. Ja. Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ja, los geht's. Ab ins Zelt. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Manja. Echt gemütlich. Ich kann nicht schlafen. Leute, Manja, wach auf. Was ist passiert? Was passiert ist? Ich denke, wir brauchen nicht bis morgen früh zu warten. Warum? Ihr habt die Challenge bestanden, denke ich. Ihr habt sie bestanden. Wollt ihr den Preis jetzt haben? Ja! Wow! Wisst ihr noch, was ich habe? Ja, aber wer hat gewonnen? Ich glaube, wir haben alle gewonnen. Ja. Genau. Aber wir haben nur einen Preis. Ich zum Beispiel esse ja keine Süßigkeiten mehr. Also es ist nur Eis für mich da. Und eine Coca-Cola. Oh, und das und das. Und Wasser für mich. Wuhu! Fantastisch. Großartig. Abonnenten. Abonniert unseren Kanal. Weiter, Manja. Und schreibt in die Kommentare, wie gefiel euch unsere Challenge. Und like das Video, nicht das Liken vergessen. Ein so perfektes Wasser, kaltes Wasser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh nein, Kinder, ihr seid so schmutzig. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, ich habe eine Idee. Ich rufe jemanden zur Hilfe für die Körperpflege und wir machen eine Challenge draus. 24 Stunden Körperpflege-Challenge. Gute Idee. Komm, gehen wir. Komm, los. Ah, ihr seid so dreckig. Ah. Körperpflege. Hallo, guten Morgen. Wir kommen wegen Luke. Wow. Hallo, guten Morgen. Wow. 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 Hör mal, hast du Angst? Nein, er hat keine Angst. Hey Kinder, wisst ihr wirklich, was die Herausforderung ist? Welche Herausforderung? Ihr müsst alles wiederholen, was wir mit Luke machen. Ihr werdet es wiederholen. Und zwar alles. Nein! Was denkt ihr, wer wird gewinnen in der Herausforderung? Wer es besser machen wird? Ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für den Gewinner. Welche Überraschung? Zunächst einmal bin ich mir ziemlich sicher, dass der Gewinner Luke sein wird. Nein. Ich werde es besser machen. Ich werde es besser machen. Okay, ihr könnt es versuchen. Es ist nicht leicht, wisst ihr? Los geht's! Los geht's!
Hallo. Hallo. Also, zunächst einmal, welche Art von Pflege wünscht ihr euch für euren Hund? Also, welche Art von Körperpflege? Grundpflege. Okay, die Grundpflege besteht erst einmal aus Ohrenreinigung, dann Nagelbehandlung, wow. Zähneputzen, Shampoo und Föhnen. Wird er hübsch aussehen? Ja, er wird sauber und hübsch sein. Fangen wir an. Fangen wir an. Ja, okay. Also, Luke, jetzt fangen wir an, die Nägel zu feilen, okay? Tut es weh? Nein, es ist nur, weil er zum ersten Mal hier ist. Deswegen hat er ein bisschen Angst. Oh. Ich glaube, er hat Angst. Mach dir keine Sorgen. Für das erste Mal ist das ganz normal, okay? Ja, gut für dich. Okay, nur noch das hier. Mit Luke haben wir das noch nie gemacht. Oh, no! Wir sind mit dem Nagelfeilen fertig. Also beginnen wir jetzt mit der Ohrenreinigung. Wow. Ja, Luke. Warum müssen wir seine Ohren reinigen? Da dort etwas Dreck ist, müssen wir einmal im Monat eine Ohrenreinigung durchführen. Für das Wohlbefinden des Hundes und so weiter, ja? Ich glaube, er ist damit einverstanden. Ja, das mag er. Alle Hunde mögen es, die Ohren geputzt zu bekommen. Jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist es Zeit, ein Bad zu nehmen. Wow! Ausgezeichnet! Ich schwimme gerne. Fühlt er sich wohl? Ja! Seht ihr? Er fühlt sich entspannt. Warum ist da blaues Shampoo? Das ist Bio-Shampoo. Das ist wie Medizin für die Haut, sage ich euch. Wow, so interessant. Ich hoffe wirklich, dass er dieses Ding nicht für unsere Nägel verwenden wird. Ich glaube, das könnte lustig werden. Jetzt sind wir mit dem Shampoo und der Spülung fertig. Jetzt nehmen wir noch eine Zahnbürste für Luke mit. Wow, Luke. Ich mag Zähneputzen nicht. Oh oh. Ich auch. Hast du dir heute die Zähne geputzt? Nein. Jetzt geht es ans Trocknen. Ja, Luke. Wow. Jetzt starten wir den Föhn. Wow! Wow! Cool. Ich glaube, er hat solche Angst. Wow! Cool. Das ist großartig! Wir sind mit dem Trocknen fertig. Wir müssen jetzt ein Parfüm auftragen. Wollt ihr ein bisschen Parfüm auftragen oder sowas? Ja, natürlich. Wow. Es riecht nach Erdbeeren. Lasst uns seine Nägel lackieren. Fantastisch. Wow. Vanya, was hältst du davon? Ich denke nicht, dass es seltsam ist. Ich denke, es macht Spaß. Leute, ich glaube, es ist Zeit, dass Luke sich ausruht. Und jetzt seid ihr an der Reihe, alles zu wiederholen. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich brauche das, glaube ich. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gefällt euch das nicht? Habt ihr Angst? Macht euch die Nägel gegenseitig. Gegenseitig. Oder geht das auch alleine? Ja. Ich hasse dieses Geräusch. Ah. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Uah. Abonnenten, wer hasst dieses Geräusch noch? Oh, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. hört auf, genug, genug jetzt, genug. Wir haben jetzt sehr schöne Nägel. Oh nein! Warum tust du mir das an? Okay, lass mich nachsehen. Okay, gut. Was ist mit dir, kleine Prinzessin? Okay, gut. Gut. Jetzt müssen wir unsere Ohren reinigen. Ich hab etwas für euch. Oh,
Das war ein Scherz. Das ist etwas zu groß, oder? Versucht eine zu benutzen. Was fühlt ihr, Leute? Oh, no! Es kitzelt. Es kitzelt? Was ist mit dir, Manja? Ich höre besser jetzt. Ah, großartig. Wie wird mein Pferd es jetzt benutzen? Ihr habt es kaputt gemacht. Welches Pferd? Mein imaginäres Pferd. Was nun, Leute? Duschen? Nein. Doch, duschen. Nein. Mit einer Menge Seife. Ich habe Badeanzüge für euch. 1, 2, 3. Ich will nicht als Erster gehen. Nein, Vanya ist der Erste. Ja, Vanya. Vanya ist der Erste. Okay. In die Badewanne. Bist du bereit? Es ist kalt, weißt du? Es ist kalt. 1, 2, 3. Es ist nicht kalt. Vanya, sieh mal, was habe ich denn da? Das riecht so gut. Also, was ist? Bist du sauber genug? Ja, klar. Ich bin mir nicht sicher, ob du sauber genug bist. Nochmal. Manja, willst du die Nächste sein? Es gibt keine Manja. Wo ist Manja? Vanya, hast du Manja gesehen? Nein, sie ist hier. Ja, ich weiß. So alt bin ich noch nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Ja. Lass mich dir helfen. Komm hierher. Oh, guter Hund, guter Junge. Das ist großartig. Toll. Kalt? Nein. Ausgezeichnet. Wow. Ich glaube, nächstes Mal gehen wir nicht zum Friseur. Nein. Cool. Wir gehen hier mit Luke hin. Sieh mal, du bist jetzt so stylisch. Ja. Ah, wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Ich hab's vergessen. Manja. Manja, du bist es. Komm, gehen wir. Das kann ich. Manja, zu viel Eiscreme, zu viel Eiscreme. Ab in die Badewanne. Sie ist verängstigt. Ist dir kalt? Ja. Ja, bui. Weißt du, was als Nächstes kommen wird? Nein. Ich bin sicher, du weißt das. Erledigt. Geht's dir gut, Manja? Nicht sicher? Riecht nicht so gut. Ich hab dafür was. Wartet mal kurz. Ich hab ein Parfüm für euch. Nein. Ausgezeichnet. Cool. Parfüm. Das ist großartig. Jetzt riecht es viel besser. Ja. Oh, ich sehe, ihr habt euch umgezogen. Ja. Was sollten wir als Nächstes tun? Nägel. Richtig, ja. Ich hab da etwas. Ich will meine Nägel nicht färben. Für welche Farbe entscheidest du dich? Diese hier. Das ist für dich und das ist für dich. Aber ich will meine Nägel nicht färben, okay? Du darfst auch als Junge deine Nägel färben. Also willst du den Preis? Warte! Ja. Vater, du musst auch deine Nägel machen. Ich mach die Herausforderung nicht mit. Ich helfe euch nur. Oh, yeah. Und wie sieht's aus? Das ist schön. Wirklich super, ja. Oh, Daddy, das ist für immer. Für immer? Nein. Oh, oh. Manja, kannst du auch Mama die Nägel färben? Ja, natürlich. Super. Aber Daddy,
Ich habe eine Idee. Okay, okay. Das haben sie für mich getan. Es macht echt Spaß. Jetzt komme ich hier öfter in diesen Pflegewagen hier, oder? Jetzt bist du dran. Okay. Oh oh. Wow. Oh, Vanya, das ist echt hübsch. Jetzt bist du dran. Manja, gehst du morgen damit in die Schule vielleicht? Nein, lieber darf mit farbigen Nägeln in die Schule. Vielleicht ist es Teil meiner Challenge, damit morgen in die Schule zu gehen. Nein, da werde ich die Herausforderung verlieren. Weil man darf bei uns damit nicht in die Schule. Du hast den Preis noch nicht gesehen. Wisst ihr, was der Preis ist? Nein. Nein. Es ist der brandneue Ferrari. Wow. Ich scherze nur. Vater! Was? Das sieht hässlich aus. Ich mach das auch nicht so oft, okay? Ich könnte es besser machen, aber du wolltest nicht. Okay. Okay, ich mach diese Hand. Vanya, was machst du da? Warte. Ist das für immer? Nein, meine Nägel. Gute Arbeit. Wer hat besser abgeschnitten? Vater oder Vanya? Stimmt ab. Oh oh. Ich denke, sie waren einfach nur schlecht. Oh, es riecht echt schlimm. Und es sieht hässlich aus. Ich mag den Geruch. Oh oh. Vanya, wie gefallen dir deine Nägel? Ich finde sie nicht schlecht. Es ist nicht so schlimm, wie du gedacht hast, oder? Ja, es ist ganz gut. Okay. Also, gehst du mit ihnen in die Schule? Teil der Challenge. Ich werde drüber nachdenken. Ich scherze nur. Was? Das hast du nicht gehört. So, wir sind fast fertig. Aber ich habe noch eine letzte Herausforderung für euch, okay? Welche Herausforderung? Ihr werdet es definitiv nicht schaffen. Was denkt ihr, was es ist? Haare färben? Ganz genau. Nein. Kann ich rosa verwenden? Du willst also rosa? Ja. Okay, rosa für dich. Ich bin auch rosa. Färbt euch gegenseitig die Haare? Ja. Gut. Welches ist rosa? Ist das hier rosa? Nein. Hast du ein bisschen Angst? Nein, nein. Ich mache es einfach so. Eins nach dem anderen. Manja zuerst. Nein, nicht ganz. Vanya, du hast es schon einmal gemacht. Ich erinnere mich, oder? Ja, ich weiß, aber nicht das ganze Haar. Okay, Vanya, jetzt bist du dran. Wow, Manja. Ich denke, das reicht. Oh. Schaut euch an. Schaut euch an, ihr seht so schön aus. Wow. Ah, nicht in meine Augen, bitte. Oh. Jetzt ist es vollbracht. Ich kann sehen. Gibt's hier einen Spiegel oder so? Nein? Schaut in die Kamera. Wow. Ausgezeichnet. Nein, ich habe meinen Kopf gefärbt. Gefällt's euch? Ja. So, dann morgen in die Schule. Wirklich so in die Schule? Nein. Jetzt seid ihr dran, liebe Abonnenten. Wow. Fantastisch. Ah, nicht mein Kopf. Oh oh. Nur der Kopf. Fantastisch. Das ist großartig. Oh oh. Oh no. Was ist mit Luke? Lasst ihn uns anmalen. Nein, nein, nein. Warum? Ich bin einverstanden zu verlieren, aber ihn nicht anmalen, ja? Ich auch. Warum? Glaubt ihr, es ist ungesund? Ja. Okay, also, wir sind hier fertig. Aber wer hat gewonnen? Schauen wir nach. Los geht's. Lass uns die Ergebnisse der Herausforderung zusammenfassen. Okay, wir haben uns alle die Nägel gefeilt. Ja. Wo bin ich? Okay.
Das haben sie für mich getan. Aber deine Hände sind schmutzig und unordentlich. Okay, warum? Was kommt als nächstes? Danach haben wir alle geduscht. Nochmal. Vanya, du auch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich auch. Als nächstes habe ich die Haare gemacht. Ja, Haare. Haare? Okay. Okay, Vanya, jetzt bist du dran. Wow, Vanya. Aber wir wollten nicht, dass Luke sich das Fell färben muss. Aber er gewinnt trotzdem. Seid ihr einverstanden? Ich stimme zu. Was ist mit den Ohren? Ja, Ohren. Versucht, eine zu benutzen. Was fühlt ihr, Leute? Es kitzelt. Es kitzelt? Okay, ich hol mal eure Preise. Ich bin so aufgeregt. Das bin ich auch. Was glaubst du, was der Preis sein wird? Ich glaube... ein neuer Hund. Nein. Ich glaube, Luke weiß es. Was denkst du, Luke? Er glaubt, dass es ein roter Ferrari sein wird. Hier! Wow! Doch halt, Luke kann das nicht essen, das ist nur für Menschen. Ich habe was Besonderes für Luke. Wow! Willst du das? Ausgezeichnet! Wow, lecker! Wow! Kann er das essen? Ja, ja! Woraus ist es? Es ist sehr lecker, speziell für Hunde! Wow! Yeah. Seht ihn euch an! Fantastisch! Gefällt dir das, Luke? Aha! Ja, ich denke schon! Ich glaube ja! Wie kann Luke das essen? Und es gibt einen Sonderpreis für den Papa! Das ist meiner! Können wir es jetzt probieren? Klar! Yay! Gib mir ein Messer! Wo ist mein Messer? Okay, danke! Seht ihr? Wow, so schön! Ich will das hier! Nein, das hier! Ich will das größte Stück! Ich will das hier! Ich will das hier! Ich brauche eine Gabel! Ich auch! Der Rest ist für mich! Nein! Nein, alles gut! Okay, wir essen das später! Nimm das! Danke! Probieren wir! Luke, nimm deinen Knochen! Nimm deinen Knochen! Like und abonniere Vanya Mania schnell, bevor Luke unseren ganzen Kuchen aufgegessen hat. Auf Wiedersehen! Das ist großartig!